Kinder der SGO. Heute möchte ich euch erst einmal erzählen, dass natürlich alle Videos aus jeder Stufe für alle Kinder da sind. Falls ihr Lust und Zeit habt, geht einfach mal überall gucken, denn so weiß ich zum Beispiel, dass in der Mittelstufe gebacken und gedruckt wird mit Kartoffeln. In der Oberstufe wird ein Osterhase aus Papier gebastelt und in der Unterstufe werden ab heute auch für Kurs 2 eigentlich, aber das können natürlich auch die Kinder der Mittelstufe und Oberstufe nutzen, einmal 1 Übungen angeboten auf Zeit. Und das bedeutet, dass sogar die Kinder der Mittelstufe und der Oberstufe nochmal nachgucken können, ob sie die einmal 1 Tests in dieser vorgegebenen Zeit wieder schaffen. Bin ich mal gespannt auf eure Antworten, wenn wir uns wiedersehen. Gestern war ich mit meinen Kindern spazieren und ihr glaubt nicht, wen ich da getroffen habe. Die Zaline. Und sie hat mir gesagt, dass sie gerne heute vorbeikommen würde, um euch das Rechenangebot für Kurs 1 und für Kurs 2 zu erklären. Ich gehe mal schauen, ob sie da ist. Hallo Kinder, ich bin Zaline. Habt ihr Fräulein Nicole irgendwo gesehen? Keine Ahnung, wo sie gerade hingelaufen ist. Ich habe ihr versprochen, ich würde das Rechenprogramm der Unterstufe heute für sie erklären. Und da bin ich. Hallo zusammen. Also fürs erste Schuljahr habe ich neue Rechenkärtchen mitgebracht. Es geht rund um die Zahl 10. Das ist Blatt Nummer 1. Ihr seht, es geht rund um die 10. Ne? Hier sind 0 Piraten schon auf dem Schiff. Wie viele müssen jetzt noch hinzukommen, damit insgesamt immer 10 Piraten auf dem Schiff sind? Diese Blätter müsst ihr euch ausdrucken und dann auf der Rückseite schreiben eure Eltern euch die Antworten. Ihr schneidet dann alle Kärtchen aus und legt sie dann zu den anderen Kärtchen, die ihr schon erhalten habt, hinzu und könnt dann weiter euer Training starten. Ich bin schon mal gespannt, wie gut ihr dann eure Kärtchen alle könnt, wenn wir uns wiedersehen. Also wie gesagt, das ist Blatt Nummer 1, Blatt Nummer 2 und Blatt Nummer 3. Viel Spaß bei euch, lieben Kinder aus dem zweiten Schuljahr. Und vielleicht sind ja auch ein paar Kinder aus der Mittelstufe oder der Oberstufe mit dabei. Jetzt geht's ums 1x1. Wir in der Unterstufe, das wisst ihr vielleicht noch, lernen das 1x1 ja in den verschiedenen Reihen. Wir beginnen mit der Zweierreihe, dann die Fünfer, dann die Zehner, weiter geht's mit der Dreier, dann die Viererreihe. Bis hier sind wir gekommen, bis zu den Corona-Ferien. Weiter ging es mit der Sechserreihe und die Kinder des zweiten Schuljahres haben ja auch alle Kärtchen mitbekommen, um das 1x1 weiterhin sehr gut zu trainieren. Und jetzt könnt ihr euch mal testen, wie fit ihr denn überhaupt geworden seid. Denn zu jeder zusätzlichen Reihe, das heißt, es geht mit der 6 auch weiter, gibt es einen Zwischentest und unten steht immer die Zeitangabe. Hier zum Beispiel werden die Reihen 2, 5, 10, 3, 4 und 6 abgefragt und ihr habt eine Zeit von 4 Minuten. Es sind 48 Mal Geschichten. Ihr sollt die Stoppuhr dann setzen und danach schauen, wie viele Mal Geschichten in dieser Zeit richtig gelöst habt. Und ihr habt dann auch eine Richtlinie. 44 bei diesem Test solltet ihr dann richtig gelöst haben während dieser 4 Minuten. Habt ihr den Test bestanden? So warten noch einige andere auf euch, denn nach der 6er Reihe kommt die 9er Reihe, nach der 9er Reihe die 8er Reihe und nach der 8er Reihe mit schließlich allen Reihen des 1x1s. Das können die Kinder der Mittelstufe und der Oberstufe sofort sich ausdrucken. Die brauchen nicht mehr diese Zwischenetappen und testen mal, ob sie das dann schaffen in der vorgegebenen Zeit, die unten steht. Viel Spaß dabei wünsche ich euch und bis bald. Hallo liebe Kinder der Unterstufe, Mi und Mo, die beiden hier, ihr kennt sie gut, möchten euch heute vorstellen,
was es für den Deutschunterricht in der Unterstufe noch zu tun gibt. Hallo sagt Mi, hallo sagt Mo. Sollen wir beide spazieren gehen? Ja, los geht's! Hallo Mi, hallo Mo. Ja, ich bin schon das Schaf. Ich bin auf der Suche nach dem Osterhasen. Oh, ja, ich habe ihn bisher noch nicht gefunden, obwohl ich mir schon so viel Mühe gegeben habe. Über alle Wiesen bin ich gelaufen und habe gerufen, Osterhase, wo bist du denn? Dem Einzigen, dem ich begegnet bin, das ist dem Hasen mit der roten Nase und dem blauen Ohr. Ja, der kommt ganz selten vor. Und da gibt es ein ganz tolles Gedicht zu. Hier seht ihr das? In Schreibschrift geschrieben. Das findet ihr auch auf unserer tollen Webseite und ihr könnt euch das ausdrucken. Dazu braucht ihr natürlich auch diese Linien, die wir immer brauchen für unsere Schreibschrift. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das in wunderschöner Schönschrift einmal mit eurem Füller abschreiben würdet. Und vielleicht könnt ihr es mir ja danach zuschicken. Hey, super, ne? Nun kommt das Angebot für die Kinder aus dem ersten Schuljahr. Für euch ist natürlich auch etwas Tolles vom Osterhasen mit dabei. Und zwar könnt ihr euch dieses Blatt ausdrucken. Da stehen die Wörter einmal in Druckschrift vorgeschrieben und auch einmal in Schreibschrift. Wenn ihr möchtet, dürft ihr diese Wörter gerne üben in Druck- und Schreibschrift. Und unten drunter sind noch zwei kleine Sätzchen geschrieben, die ihr gerne einmal abschreiben dürft. Wenn ihr Lust habt, dürfen natürlich beide Schuljahre ein wunderschönes Bild für den Osterhasen selber malen, zeichnen, wie sie es gerne hätten und uns diese Bilder auch zuschicken. Wir geben euch zwei Vorlagen jedoch auch mit zum Ausdrucken. Wenn ihr Lust habt, malt sie wunderschön an, zeigt sie uns, wie toll sie geworden sind. Wir freuen uns über jede Rückmeldung und sind weiterhin gerne für euch da. Bis bald!